Warum ist es eigentlich so schlimm, wenn man mit den Zähnen knirscht? Was hat das Knirschen für Folgen? In erster Linie knirscht man sich natürlich den Zahnschmelz auf der Kauffläche ab. Der Zahnschmelz wird immer dünner, bis er irgendwann weg ist. Aber nicht nur das. Durch den ständigen Druck kann sich auch das Zahnfleisch zurückziehen und am Zahnhals können immer wieder Zahnschmelzstückchen abgesprengt werden, sodass man irgendwann keilförmige Defekte am Zahnhals hat. Außerdem können die Zähne sogar ein bisschen beweglich und sogar richtig locker werden. Das sieht man womöglich sogar im Röntgenbild. Normalerweise ist zwischen Zahn und Knochen ein ganz dünner, feiner Spalt. Wenn man aber knirscht, dann wird dieser Spalt immer größer. Die Zähne werden beweglich und letztendlich führt das alles auch dazu, dass die Zähne kälteempfindlich werden. Das heißt, wenn du mit den Zähnen knirscht, kann man vieles dagegen tun, um das zu beheben. In erster Linie natürlich, um die Zähne zu schützen, eine Knirscherschiene. Ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und für mehr Zahnpflegetipps, mach das Plus weg!